Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit heiße ich euch wieder herzlichst willkommen zu einer weiteren Folge Football Manager 23. Ja, wir haben in der letzten Folge zwei Niederlagen zu verzeichnen gehabt. Stuttgart und Sandhausen, im Pokal sind wir auch raus. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Wir müssen auf jeden Fall wieder eine Spur finden, 9 Spiele, 9 Punkte. Gut, wir stehen auf Platz 12. Aber wenn man hier sich das anschaut, wir haben gerade mal 2 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Von daher wird es auf jeden Fall mal Zeit, wieder zu punkten. So, wir gucken mal hier. Dele Trost wird Profi. Er ist eigentlich auch ein guter Spieler, ne? Flügelspieler unterstützen. Ja, gut, Flanken 3. Ist jetzt auch nicht so berauschend, ne? Aber okay. Aber wir spielen als nächstes gegen SC Freiburg. Die stehen auf Platz 10. Wir haben ein Minus von 1,3 Millionen gemacht. Okay. Wichtige Termine im November, genau. So, Schalke gegen Bielefeld spielt jetzt auch noch. So, ich sag mal so, Jobsicherheit ist eigentlich richtig gut. Da sind wir auf 2 sicher. Das ist schon mal richtig nice. Ein Ziel für Vereinkultur haben wir 2 Minus, das ist schon mal gut. Ja, von den Fans her haben wir ein 3+. Schlechteste Note haben wir in Mannschaft und Spieler und Vereinsziele. Aber so Transfers und Taktiken ist das schon mal gut. Mannschaftsgefüge, Wein, Hiller und Deichmann sind unsere Führungsspieler. Die spielen ja auch meistens, obwohl Wein eher weniger. Kaderatmosphäre, es gibt eine gewisse Unzufriedenheit im Kader, die wir spielen konnten. Aha. Kaderatmosphäre ist. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall da mal was im Training machen, ne? Man kann ja im Training was machen. Mentoring. Assistenztrainer. So. Dann wird man ein bisschen umgeswitcht. So. Alles klar. So, Wein können wir mal kritisieren. Der hat nicht gut trainiert. Kuni kriegt ein Lob. Finzon ebenfalls. Ja, der Kuni, der ist ja leider für das Spiel gesperrt. Durch seine roten Karte. Aber zum Glück nur ein Spiel. So, wir können noch mal Training. Individuell. Dann können wir auch mal den Kiefer sauer loben. So, sehr positiv. Der Syr, den können wir auch mal. Ach, warte mal. Ach, guck mal. So geht das auch. Wusste ich nicht. Na dann, wenn das auch so geht. Schuhen auf loben. So, Rein ebenfalls. Können wir auch loben. So. Dann gehen wir weiter. Schalke gewinnt 3-0 gegen Bielefeld. Boah, Keke, top 2 Buden, ey. Hat er geschossen. Wie gesagt, ich würde den auch gerne haben wollen. So auf Leihbasis, aber, ne. Dafür müssten die das Gehalt komplett zahlen. Aber der spielt ja auch da. Erwartung gegen Freiburg ist eine Niederlage. Von den Fans aus und von unserem Vorstand aus. So, hier werde ich jetzt erstmal. Boah, Basi ist verletzt noch, ne? Ja, Bamba kommt auf links, würde ich sagen. Und dann kommt der Syr hier rein. So. Genau. Ich würde sagen, der Kiefer-Sauer, der kommt auf der Bank. Ja, ich war am Überlegen. Obwohl, erst Ohene Köhl in die erste Mannschaft zu holen. Aber da nützen tut, weiß ich nicht. Okay. Mal Deichmann haben wir. Ja, der Novak, der bleibt erstmal auf der Tribüne. Freiburg ist jetzt auf Platz 11, dadurch, dass Schalke gewonnen hat gegen Bielefeld. Okay. Nice. So, dann schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir gegen Freiburg machen werden. Ein Sieg wäre super. Fitnesstest. Basé ist noch nicht 100%. Mesegoe ebenfalls nicht. Bamba kann 75 Minuten spielen. Asyr nur 45. Ach du.
Ach du grüne Neune. Ja, da muss ich Basé reintun. Bleibt mir keine andere Wahl. Nihuis kommt für Wein rein. Da bleibt erstmal, obwohl ich werde den Isherwood mal von Anfang an reinpacken. Lannat bleibt auf links, obwohl ne, Finzon kommt rein. Hiller kommt wieder rein. Ansonsten bleibt alles so. Mezegiwe, Stendera, Nihuis, Basé. Der muss leider spielen. Bleibt jetzt keine andere Wahl. So, Gegneranweisung, geduldig spielen. Okay. Ja, wir lassen mal mit mittlerem Block und ausgewogen spielen wir. Gucken wir mal. Bamba. Ja. Ist halt so. Geht es an Spielpraxis? Ja. Der ist halt verletzt oft gewesen. Und all solche Geschichten. So, wir gucken mal. Wir spielen gegen Freiburg. In Freiburg spielen wir. Die spielen an einem 4-4-2. Aber sah auch so aus, als wenn die Innenverteidiger so ein bisschen offensiver spielen. Ne? Kann das sein? Aber okay. Wir schauen mal, was wir machen gegen Freiburg. Bin gespannt. Die stehen auf Platz 11. Mit dem Sieg können wir ja, an die vorbeirutschen sogar. Weil wir bessere Torverhältnisse haben als die. Wir minus 7, wir minus 3. Keine Ahnung, woher die minus 7 haben. Haben anscheinend mal manche Spieler so richtig verloren. So, Freiburg erstmal an Ballbesitz. Oh, sehr schön, Nihuis. Sehr gut gemacht. Freiburg mit dem ersten Foul. Mit dem zweiten Foul. Wolfsburg geführt 1-0 gegen Hoffenheim. Tresoldi. In der ersten Minute. Schon krass. Der Gooden bekommt die gelbe Karte. Mainz geführt 1-0 gegen Leverkusen. Burkhardt, der Torschütze. Ja, bei uns passiert nicht allzu viel, würde ich sagen. Wir stehen auf Platz 13 jetzt. Ja, ich sag mal so, mit dem Unentschieden könnten wir eigentlich auch schon zufrieden sein. Wie gesagt, da geht es einfach nur um Punkte sammeln. So, Stendera auf Mezegui. Der auf Bamba. Bamba schießt. Ja, der geht drüber. So, Fernandes jetzt mit dem Abstoß. Wagner. Höhler. Höhler auf. Wer ist hier? Keuter? Stand aber im Abseits. Ja, Bamba müssen wir auf jeden Fall auswechseln, ne, später. Das heißt, dann kommt der Syrer da rein. Gladbach führt 1-0 gegen Dortmund. So, Foul von Mezegui. Rote Karte, warum das denn? Oh, fängt das schon wieder gut an, ey, mit der roten Karte, ey. Mann, 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 ey. Ja, dann spielt er in der Mitte als so, vertikal. Mama vorgeschobener Spielmacher. Ja, gib es doch nicht, ey. Wieder eine rote Karte, ey. Wie schon gegen wen war das? Gegen, warte mal, Stuttgart. Was machen die denn da so, ey? Da die rote Karten kassieren, ey. So, Diakite, Freistoß. Boah, nochmal Glück gehabt. Hätte das 1-0 sein können. Freiburg. Wer ist der denn? Achso, Torlinientechnik. Ob der drin war. Ich sehe gerade. Ich wollte schon sagen, Boden hat auch die rote Karte gesehen. Wollte schon sagen, ey. Wolfsburg für 2-0. Patrick Wimmer. Ja, ich sag mal so, wenn Hoffenheim nicht gewinnt, ist schon mal gut. Gut für uns. Sehr schön gemacht. So, Hiller jetzt erstmal. Weiter langer Ball. Aber abseits.
Immer nur 0-0. Die erste Hälfte ist gleich rum. 2 Minuten wird nachgespielt. Basier hat offenbar alles gezeigt. Hoffenheim 2-1. Rutter, der Torschütze. So. Ich würde sagen, wir lassen noch den Basier 10 Minuten ungefähr spielen. Oder 15 Minuten und dann packen wir den Sühe rein. Obwohl, nee, warte mal, Bamba kann auch nicht mehr, ne? Churanov, ah, schade. War immer noch im Ballbesitz. Niho ist auf Bamba, aber ja. Der ist halt nicht kopfballstark. Finson hat auch die gelbe Karte jetzt gesehen. Was machen die denn da? Er wird nicht so viele Karten kassieren, ey. Ja, die gehen wahrscheinlich hart im Tackling, ne? Kann halt sein. Boah, Hiller mit dem langen Ball auf Churanov. Kommt aber nicht an. Ja, sehr schön abgeblockt. Eckball, Freiburg. Freiburg immer noch im Ballbesitz. So, sehr schön jetzt Goden vielleicht. Meine Konterchance? Nein. Natürlich nicht. Paderborn führt 1-0 gegen Hannover. Magic. Wir sind, glaube ich, letzter Paderborn, ne? Ja, ich meine ja. Petersen kommt für Höhler. Der spielt auch noch. Okay. Okay. So, dann würde ich sagen, wir wechseln jetzt mal aus. Ja, Goden hat gelb. Schonek kommt rein. Bamba hat auch gelb, ne? Ja, wir machen das jetzt mal so. So, Basé kommt so raus. Der. Was kann der denn gut spielen? Noch. Ja, hier auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, wir spielen dann einen Doppelsturm. Ja, hängende Spitze macht der dann, aber unterstützen. Und er spielt weiter als Pressner Stürmer, würde ich sagen. Genau. So, Basé kommt raus. Box to Box. Hier wird vorgeschobener Spielmacher. Und dann kommt der Torben kommt dann rein. Und hier würde ich auch auswechseln. Lannert kommt rein. So. Mal gucken. Auf Freistoß für Freiburg. Ja, und das ist 1-0. Freiburg, Petersen. Fängt ja schon mal gut an. 65. Minute. So, Paderborn für 2-0 gegen Hannover. Ja, ist halt blöd, ne? Wenn die da so rote Karten verursachen. Das ist echt blöd. Eckball für Freiburg. Oh, sehr schön. Schön abgewehrt. Einfach weiter Ball nach vorne. Oder einen Seiten aus, besser gesagt. Nach vorne kann man ja nicht sagen. Jetzt mit einem langen Ball. Ja. Auf jeden Fall im nächsten Spiel ist ja der Kuni wieder dabei.
Dafür fällt der Mesogee aus, was schon doof genug ist, wieder mal. Ja, und da müssen wir halt mal gucken wegen die Verletzten. War das abseits? Mal gucken. Schauen wir mal. Weil ich habe das jetzt nicht genau gesehen. Ja, Tor aberkannt. Bleibt beim 1:0 für Freiburg. So, wir wechseln nochmal aus. Arokade kommt rein und der Deichmann für Stendera. Genau. So, jetzt mal Freistoß durch Lannert, Deichmann, Nihuis, Isherwood, Deichmann, Bamba. Auf Rhein. Und Rhein macht das 1:1. Jawohl. Geht doch. Mann. Sehr gut, sehr gut. 1:1. Damit haben wir wieder einen Punkt sicher. Je nachdem, was noch jetzt so kommt. So, jetzt kommt Freiburg wieder. Wir haben den Ballbesitz. Deichmann. Oh, verliert den Ball, ey. Petersen. Aber Hiller lenkt den Ball zur Ecke. So, Hannover 2:2. Maolida, der Torschütze. So, Ginter spielt nach hinten auf Fernandes, auf den Keeper. Oh, sehr schön, Hiller. Noch Glück gehabt. So, Köln 1:1. Steht's gerade. So, Lannert im Ballbesitz jetzt. Immer noch Lannert auf Deichmann. Der auf Rhein und der schießt und er macht das 1:2. Jawohl. Sehr schön. Der Torben Rhein kommt, wird eingewechselt und macht 2 Buden. Sehr schön. Damit hat er sich in die erste Elf gespielt für das nächste Spiel gegen Wolfsburg. Sehr schön, sehr schön. Dann wollen wir die Mannschaft mal loben. So, langer Ball einfach. Und der Schiedsrichter pfeift ab und wir gewinnen 1:2 gegen Freiburg. Sehr schön gemacht, Leute. Mit 10 Mann gewinnen wir das Spiel. Und wer ist der Mann des Spiels? Natürlich Torben Rhein. So, Köln spielt 1:1 gegen Frankfurt. Wir gewinnen 1:2 gegen Freiburg. Gladbach gewinnt 1:0 gegen Dortmund. Mainz verliert 1:2 gegen Leverkusen. Paderborn spielt 2:2 noch gegen Hannover. Krass. Wolfsburg gewinnt 2:1 gegen Hoffenheim, unser nächster Gegner. Die stehen auf Platz 5. Ja, wird schon schwierig genug. Wir stehen damit jetzt auf Platz 11. 4 Punkte Vorsprung auf Platz 16 haben wir. Das ist doch schon mal was. So, Messiel wurde für ein Spiel gesperrt. Ja, ist okay. So, Rhein. Sehr schönes Spiel. Bungert erfreut vom Comeback. Vom Hiller. So, Bayern hat Auge gespielt. 1:1 gegen Leipzig. Hernandez rote Karte. Sané und Kone. Die beiden Torschützen. So, wir spielen auf jeden Fall in der nächsten Woche gegen Wolfsburg. Am Freitag spielen wir schon. Ah, okay. Frühzeitig. So, Stuttgart muss gegen Hertha ran. Da gucken wir doch mal. Scout-Bericht. Also ich spiele auch um 4-3-3, ne? Sehe ich gerade. Und Hertha gewinnt 0:1 gegen Stuttgart. Alles klar. Stuttgart steht auf Platz 2. Hertha gewinnt gegen die. Okay. Knappe Kiste. So, Trainingsplan erstmal wieder. So, Wolfsburg, die sind auf Platz 6 jetzt. Ich bin mal gespannt, was wir gegen die machen. Wir spielen da zu Hause. Müssen wir halt abwarten, ne? Abwarten und Tee trinken.
Oha, 15 neue Nachrichten. Alles von Scouting. Oder überwiegend. Nee, den brauchen wir nicht. Tschüss. Corbo-Innenverteidiger. Potenzial ja. Okay. Audero, Torwart. Er ist auch ein guter Torwart, ne? Luperini. Ach nee. Ach, ist egal. Oh, der ist gut. Den kann man weiter scouten, obwohl 20 Millionen kriegen wir eh nie. Dafür brauchen wir erstmal Kohle, ne? Um die zu holen. Azeez. Ach stimmt, der Azeez. Den hatten wir ja auch mal im Blick. Den Jenks, der interessiert. Ja, Transferwert ist jetzt nicht so viel, ne? Box to Box. Ja, wie man es nimmt, ne? Vorgeschobener. Was haben wir hier? Was haben wir da nochmal? Zurückgezogener, oder? Ist jetzt nichts für uns, ne? Tschüss. So, Maser bei Bar. Ja, von der Größe her ja, aber sonst muss man gucken. Alan Campbell. Kann man mal scouten. So, Lasse Sörensen. Auch Mittelfeldspieler. So, 11. Woche, da haben wir den Torben Rhein. Ja, mit zwei Buden ist klar. Tom Kraus bei Schalke, okay. Felix Platte von Paderborn. Alles klar. So, zwei neue Nachrichten. Fünf Spieler für Land berufen. Bestätigen, alles klar. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir gegen Wolfsburg machen. Wie gesagt, mit Freiburg war ich überrascht, dass wir mit 10 Mann auf einmal gewinnen werden. Da war ich jetzt wirklich überrascht. Aber der Torben Rhein, der kommt auch jetzt von Anfang an. Erwartung gegen Wolfsburg ist eine Niederlage. Ja, gegen Freiburg war auch Erwartung eine Niederlage. Das Gute ist, danach haben wir erstmal Pause. Seyden Clark. Gucken wir mal. Weiß ich nicht. Muss nicht unbedingt sein, ne? Also Potenzial hat der Fitnesstest. Basé kann ohne Probleme spielen. Ach, das heißt, die anderen können auch ohne Probleme dann spielen, ne? Ach, ZM ist das, ne? Ich habe das umgestellt auf vorgeschobener, ne? Kann das sein? Habe ich das? Ja, doch, habe ich, ne? Deswegen werde ich wahrscheinlich wieder vorgeschobener Spielmacher hier wieder reinpacken. Hat gut geklappt eigentlich. So, Torben Rhein, der kommt von Anfang an. Deichmann ebenfalls. Stendera bleibt weg. Dann würde ich sagen, ich nehme den. Ja, der Kuni sowieso. Bamba kommt auch rein. Basé kommt wenigstens auf die Bank. Jetzt ist halt die Frage für we doch für ihn. Ja, Kiefersauer würde ich immer gerne mitnehmen. Naja, wenn wir führen, dann kommt der nämlich rein, der Kiefersauer. So würde ich das handhaben. Schuranov, der bleibt drinne. Kuni bleibt auch drin. Aber sagen wir mal Basé auf links packen. Inverser. Obwohl, ist jetzt auch nicht so berauschend, ne? Ne, dann kommt Kuni rein. So. Ja, sonst würde ich alles so lassen. Gut ist, alle können wieder spielen, außer Meseguer halt. Na, aber. Ach, defensiver Mittelfeldspieler haben wir hier, okay. So, wir spielen gegen Wolfsburg. Ach, zu Hause.
So, Gegneranweisung, das umsetzen. Ansonsten lassen wir alles Standards herausholen. Muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? So, Gall soll für Rieder rein. Gall für Rieder? Können wir ja mal machen. So, rein fehlt es an Spielpraxis. Naja, haben wir jetzt in der letzten Partie nicht so gesehen. Der hat zwei Buden geschossen, der Junge. Deswegen, wir machen da auch wieder mit vorgeschobener Spielmacher, wie gesagt. Und ja, auf geht's. Würde ich sagen. Mal sehen, was wir gegen Wolfsburg zu Hause machen. Ich bin gespannt. Ist halt eine gute Mannschaft, Wolfsburg, ne? Lacroix. Defensiv Mittelfeld, okay. Kann man mal machen, ne? Sag mal so, wenn wir gewinnen sollten, dann sind wir auf Platz 10. Dann sind wir vor Schalke sogar. Aber wie gesagt, abwarten. Wie gesagt, Minimalziel ist, dass wir auf Relegationsplatz kommen. Und der Beste wäre natürlich, wenn wir nichts mehr im Abstieg zu tun haben werden. Beziehungsweise auf jeden Fall den Klassenerhalt erreichen. Da wäre auf jeden Fall schon ein sehr großer Erfolg. So, Finzon jetzt erstmal auf Schuranov. Der Ball ist draußen. Achso, Abstoß. Der eigene Mann hat ihn noch vor die Füße bekommen, aber er wurde angeschossen und deswegen gibt es Abstoß. Ich dachte, wäre es faul gewesen. Aber der Video Assistant, der greift nicht ein. So, zwei Schüsse hatten wir schon. Also sieht das schon mal ganz gut aus. Okay, Wolfsburg hatte jetzt auch einen Schuss. Der ging sogar aufs Tor. So, jetzt Einwurf für Wolfsburg. Holt euch den Ball, Jungs. So, erstmal Eckball. Nieuwhuis hat sich reingeworfen. Wie man das nennen kann, reinwerfen, kann man das jetzt nicht direkt nennen, aber okay. So, Wimmer jetzt mit dem Eckball. Der stand einfach nur goldrichtig. Sagen wir mal so. Ensoki. Ja, sehr schön. Hiller hat den. Richtig und wichtig. Also drei Schüsse hatten die jetzt. Ja, die Wolfsburger kommen jetzt langsam. Da kommt schon, Leute. Aber allzu viel passiert hier nicht. Deichmann ist mit einer guten Note dabei, 7,2. So, jetzt haben wir mal Einwurf. Isherwood auf Nihuis, auf Gall. Nihuis, Deichmann, Kuni, Schuranov. Jetzt wieder Kuni auf Rein. Aber der schießt über das Tor, Abstoß. So, Castells jetzt mit dem Abstoß. Henrichs, der spielt auch jetzt da. Swanberg, Gerhard, Magno, Van de Ven. Oliveira. Holt euch den Ball, Leute. Holt euch den Ball. Oh, ein langer Ball. Was macht der Hiller denn da? Haustet der den weg? Na gut, links vorbei. Hätte auch weiter fausten können, ey. Oh, ich sehe gerade, ne? Die sind hier ordentlich kaputt, die Wolfsburger. Ihr Van de Ven ist richtig kaputt, ey. Der Henrichs auch langsam, Oliveira. Bei uns, ja, die sind schon etwas fitter als die Wolfsburger. Ja, in der ersten Hälfte passiert jetzt nicht allzu viel, würde ich sagen. Eine Minute Nachspielzeit, gab es kaum Unterbrechung. Und ja, mit 0-0 gehen wir in die Halbzeit, ist doch schon mal auf jeden Fall was Gutes. Isherwood ist nervös. Warum ist denn der nervös, ey? Motiviert, sehr schön. Das wollen wir doch erreichen. Weil nervös ist immer blöd, ey. Da machen die Fehler und so, ey. Deswegen, da muss man immer aufpassen, dass die nicht nervös sind. So, Wolfsburg jetzt im Ballbesitz wieder.
Ah, da wollte Bamba sich den Ball klauen, ne? Aber hat er nicht bekommen. So, Einwurf Hinson, Isherwood, Gall. Der passt zurück auf Hiller. Der auf Isherwood. Ah, Ballverlust im eigenen. Eieiei. Im Aufbauspiel machen die einen Fehler. Aber konnten wir doch nochmal retten. So, Bamba hat eine Note von 6,7, Kuni 6,8, Schuran auf 6,6. Ich würde sagen, der Arokader kommt. Arokad hat etwas abbekommen, der Gordon. Ja, dann werden wir den auf jeden Fall auch gleich auswechseln. Wir warten noch die Situation hier ab und dann wechseln wir aus. Oh, sehr schön. Ah, hätte fast eine Konterchance geben können. Aber okay. So, Paschonek kommt jetzt rein für Gordon. Zwei hat er da nur. Okay. Ja, der kommt für Schuranov rein. Ja, machen wir direkt einen Dreierwechsel. Dann kommt hier noch Temrida rein. Passt das schon. So, in der 75. Minute wechseln wir dann die restlichen ein. Ja, da kommt für Magno. So, Swanberg jetzt mit dem Freistoß. Tresoldi, gut gehalten von Hiller. Ja, Weitschuss, ja. Schießen drüber. Dann würde ich auch sagen, gleich, dass der Stendera dann reinkommt für Rein, weil heute macht er keine gute Partie zum Beispiel. So, Rein jetzt am Ball. Auf Kuni, der auf Arokade und er. Oh, wurde abgeblockt. Ich glaube, wenn er nicht abgeblockt gewesen wäre, dann wäre das Ding drin gewesen. Ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich glaube schon. So, die machen jetzt auch einen Dreierwechsel. Eckball für uns. Rein jetzt. Komm. Mach mal eine gute Ecke jetzt. Ah, schade. So, immer noch im Ballbesitz. Rein. So, immer noch rein. Boah, wie viele Spieler sind denn da hinten von Wolfsburg, ey? Mann, ey. Komplette Mannschaft ist da hinten von denen irgendwie, ey. Kann das sein, ey? So, rein jetzt mit dem Eckball. Kommt nicht ganz durch. So, rein nochmal. Oder auch nicht. So, 75. Minute. Wir wechseln aus. So, Stendera kommt jetzt für Torben rein. Und ich würde sagen, so, Basé rein. Basé kommt mal für Kuni. Nee, Kuni spielt gut. Bamba rein. So, dann haben wir unser Wechselkontingent erschöpft. Mal gucken, vielleicht macht der Basé noch was in den letzten 13 Minuten jetzt. So, erstmal Freistoß für Wolfsburg durch Wimmer. Ah, sehr schön gehalten, Hiller. Ja, wie gesagt, ich bin auch mit dem 0-0 zufrieden. Obwohl ich ja eher so der Mensch bin, Siege, Siege, Siege. Aber, ja. Auf Finson, Isherwood, langer Ball auf Arokade, Stendera, auf Basé, auf Stendera. Immer noch im Ballbesitz, Paschonek. Der schießt, aber ja, geht deutlich drüber. Da braucht der Keeper noch keine Zuckung mehr machen. Gelbe Karte, die erste gelbe Karte des Spiels für Deichmann. Garcia McNulty bekommt auch die gelbe Karte bei Wolfsburg. Ich sag mal so, war ist ein ausgeglichenes Spiel so wirklich, ne? So, Stendera jetzt mit dem Freistoß, langer Ball. Tim Rieder! Oh! Knapp links vorbei, ey. Wolfsburg wechselt zu einem 4-4-2-System. Wimmer kriegt auch die gelbe Karte, hat auch die gelbe Karte bekommen. Ich spiele jetzt im 4-4-2. So, 3 Minuten Nachspielzeit. Ich bin auch offensiver. Jetzt Stendera nochmal mit dem Freistoß. Basé kriegt den nicht. Ja.
Vielleicht jetzt noch mal eine Chance oder wir spielen das hinten raus und wollen das 0-0 halten. Sieht auch auf jeden Fall so aus. Ja, der Schiedsrichter pfeift ab. Wir spielen 0-0 gegen VfL Wolfsburg. Finde ich jetzt eigentlich ist eine, ja, ist eigentlich eine ganz okay Leistung. Ne, 0-0, wie gesagt. Wir sind jetzt damit auf Platz 10. Je nachdem, was die anderen auch machen. Ich sag mal so, auf dem Relegationsplatz können wir nicht kommen. Wir gucken am meisten jetzt, was die unteren so machen. Also, ich sag mal so, ab Hoffenheim gucken. Hoffenheim, Hannover, Köln, Bielefeld, Paderborn. Mal gucken, was die so machen. So, Trainingsleistung können wir loben. Hiller, Kuni und Finzon. Irgendwie so die Standardleute, ne? Die trainieren richtig stark eigentlich. Die sind auch immer drin eigentlich. So, Goden hat sich verletzt. 5 bis 6 Tage Knieverdrehung. Aber vorm Kritisieren. So leicht positiv. Aber ich sag mal so. Wir haben ja jetzt sowieso ein bisschen Pause, glaube ich. Ich glaube, ja doch, Länderspielpause ist jetzt. Wir gucken mal im Terminplan. Wir spielen am, genau, Länderspielpause ist. Ich bin am überlegen, soll ich ein Testspiel veranstalten oder nicht? Oder sollen die mal richtig fit werden? Ich bin am überlegen. Na komm, wir machen kein Testspiel. Nee, machen wir nicht. Ja, auf jeden Fall ist eigentlich eine ganz solide Leistung. Sieg und Unentschieden in dieser Folge. Ja, in der nächsten Folge gegen Gladbach, dann gegen Mainz. Wird auch wieder schwierig. Dann spielen wir gegen einen Mitkonkurrenten Hannover. Außer die gewinnen jetzt 2 Spiele, dann sind sie ja doch immer noch unsere Mitkonkurrenten. Hoffenheim, boah, Dortmund, Leverkusen, boah, da wird eine harte Partie. Paderborn spielen wir auch, aber das Rückspiel wieder. Ja, ich bin mal gespannt, wo wir dann auf jeden Fall eine Hinrunde komplett landen. Ab dem 17. Spieltag. Da bin ich echt gespannt, wo wir dann am Ende der Hinrunde sind. Wie gesagt, wenn wir da oben so stehen, wie wir jetzt stehen, dann bin ich schon zufrieden. Auf jeden Fall deutlich zufrieden. Wie für weitere 2 Spiele gesperrt. Warum das denn? Einspruch. Nee. Ey, die können doch jetzt nicht einfach ändern, ey. 1-4 hat unsere U19 verloren. Da geht's aber auch gerade ein bisschen bergab, ne? Naja. So, Dortmund gegen Mainz, Frankfurt gegen Schalke, Hoffenheim gegen Gladbach, Paderborn gegen Köln, Bielefeld gegen Bayern. Schauen wir mal, was die Mannschaften so machen. Abwarten. So, Bayern gewinnt 0-2, Paderborn spielt 0-0, Hoffenheim verliert 0-1, Frankfurt gewinnt 4-1 gegen Schalke, Dortmund gewinnt 2-0 gegen Mainz. Also, so gesehen haben die alle für uns gespielt. Freiburg spielt noch gegen Hannover. Boah, weiß ich nicht, wer da gewinnen soll, ey. Ich würde sagen eher Freiburg, ne? Aber na, müssen wir mal gucken. So, Spieler der Woche von Frankfurt. Hiller beginnt sich Sorgen zu machen. Warum jetzt schon wieder? Ja gut, die Disziplin hier macht mir etwas Sorgen, aber das behalte ich erstmal für mich. Die Disziplin, warte mal. Ja, Teamgeist, auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt Teamgeist. Leichter Anstieg, Kondition, leichter Rückgang, Teamwork. Starker Anstieg, ja. So. Können Sie mal ein bisschen Teamgeist hier trainieren, ey. So, Hertha gegen Freiburg, Leverkusen gegen Hannover und Leipzig gegen Stuttgart. Silva wird Profi. Ja, live im TV, sehr gut. So, Hertha gewinnt 2-1 gegen Freiburg. Leverkusen verliert 0-1 gegen Hannover. Ach. Leverkusen hat gegen Hannover gespielt. Okay, Leverkusen wäre besser gewesen, wenn sie gewonnen hätten. Leipzig gewinnt 2-0 gegen Stuttgart. Ja, das ist natürlich schade, aber Freiburg hat verloren, das ist schon mal gut. Hannover hat gewonnen, das ist nicht so gut. Aber okay, kann man nicht ändern. Dafür müssen wir auch wieder weiter punkten in der nächsten Folge dann. Wäre natürlich super.
So, Teamgeist, Teamgeist, genau. So, dann bin ich mal gespannt, dann sollen sie mal ein bisschen Teamgeist da machen, ey. Aber in die Teambuilding halt, ne? Da sind sie halt gerade nicht so gut zu sprechen. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen Teamgeist trainieren. So, Jordan James ist ein junges Talent. Makombo, ja, ist ein guter Spieler. Branthwaite, Tag bis 26, kann man auch mal gucken. Matete. Bergström. Azaz. Daryl O'Shea. Oder O'Shea, besser gesagt. So. Wie gesagt, ich hoffe, dass das ein positiver Fußballfan berät übermäßig ist. Ich bin gespannt. Dabei ist man zu dem Schluss gekommen, dass sie keine stichhaltigen Gründe für ihren Einspruch vorgebracht haben. Ja, super, ey. Der bleibt 2 Spiele gesperrt. Das heißt, gegen Gladbach und Mainz fällt er aus. Okay, sind schwierige Spiele auf jeden Fall, aber ist trotzdem machbar, auch ohne ihn. Müssen wir halt gucken. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Da war schon wieder mit dieser Folge. Ja, gute Ergebnisse auf jeden Fall. Ein Sieg, ein Unentschieden. Ist ganz okay, ist sehr gut eigentlich. Ja, mit Meseguer, dass die jetzt doch einfach mal verändert haben in 2 Spielesperre, also insgesamt 3 Spielesperre. Na, ist natürlich jetzt nicht so berauschend, aber müssen wir jetzt durch. Ja, und mit vorgeschobener Spielmacher spielen die schon einiges besser, ne, muss ich sagen. Deswegen lassen wir das auch. In diesem Sinne, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten, Liken und Kommentieren nicht vergessen. Na, wie gesagt, wegen dem Algorithmus. Würde mich riesig freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sage so lange Tschüss und bis dann.